Anstatt, dass man hier vielleicht einfach eine Versorgungstruppe oder so reinschickt. Ich meine, wenn wir hier oben noch die wegräumen würden, das Tor aufbrechen würden und klauen denen einfach die Vorräte, hätten wir ja doppelt und dreifach was davon. Also so rein theoretisch, möchte man meinen. Getting old, Mugen. A man should be proud of his age, as you very well know. Oh, wise words, Mugen. Wise words. Ach so, der hat jetzt nicht verstanden, was ich von ihm wollte. Der war noch da oben gestanden. Ich muss nämlich erstmal hier unsere Packeseltätigkeit kurz unterbrechen. Wir springen nämlich hier rüber, weil wir schleichen noch ein Stück näher ran. Und auf Wiedersehen, Jungs. Wunderbar. Das hat funktioniert. Du kannst hier das da wiederholen und dann gehen wir mit diesem Herren hier nach oben. Jetzt wollte ich hingucken, hab's schwierig gemacht. Ich glaube, jetzt haben wir dieses Mal trotzdem Patronen bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben hier das da. Einmal dort bitte absetzen. Können wir mit ihm von oben runterschießen? Ich glaube schon. Wir sehen es gleich. Mädchen, du kommst runter. Hayato, du gehst mal in die Hocke. Und zwar versteckst du dich dort. Du gehst auch dorthin. Du gehst hier wieder zurück. Was sind wir unseren Herren nämlich gleich los? Da habe ich gar keine Lust drauf. Und dann schauen wir mal. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Now we must confront Okoto. Be ready for anything. Hä? Ja, wie jetzt? Gut, ich meine, das Versorgungslager brennt, so jetzt sind wir ja dabei. Aber ich bin irgendwie trotzdem gerade minimal verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, da kommt wieder so ein... Ach so, die wollen hier löschen und sehen die ganzen Leichen, die wir haben liegen lassen. Na, ist egal. Lassen wir erstmal da liegen. Was soll ich sagen? Nee, ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Animation in Richtung erste Mission, wo wir uns da durch die Tore geschossen haben am Ende mit dem Pulverfass. Aber deswegen war ich jetzt kurzzeitig hier verwirrt, weil... Wollte schon sagen, wer versteckt sich da wieder nicht richtig? Das war wieder unser Mädel. Jetzt müssen wir alle erstmal da hochkommen. Das heißt, erstmal alle bis an diese Stelle und danach der Reihe nach durchflitzen. Erstmal sie ist ganz vorne. Na komm, und los. Fast schon knapp, aber es hat funktioniert. Hier mal aufschneiden, hier mal rein. Hier sind ja auch wieder sehr, sehr viele Leute. Egal, wir kriegen das hin. Wir verstecken uns zur Not alle einfach da in dem Gebüsch. Na jetzt, nicht den alten vorschieben, das ist ja fast schon gemein. Und los. Na, wirst du wohl. Wollte schon sagen, stell ich doch nicht noch so provokant hin. Das geht doch nur nach hinten los. Nein, wir lassen uns doch nicht erschießen. Wir sind doch jetzt schon so gut vorangekommen. Etwas mehr Selbstbewusstsein bitte an dieser Stelle. Und da geht der Kegel wieder rüber. Wir schleichen uns durch. Allweil ein bisschen schneller dadurch sprinten. Wunderbar. Er hat sich gedacht, Mensch, da sehe ich doch jemand. Da hat sich dann doch wieder anders überlegt. Das ist sehr freundlich von ihm. Und jetzt wahrscheinlich mit der langsamste neben unserem älteren Herrn. Na, gut, hat funktioniert. Alles klar, wir haben hier den da, wir haben hier den da. Nein, den da möchte ich sehen. Oder beziehungsweise seinen Sichtkegel möchte ich einsehen. Dann können wir nämlich sagen, wir gehen... Wie weit kann der... Ah, okay, das heißt, wir müssen uns da durchschleichen. Geht das irgendwie? Doch, da müssen wir durchkommen, oder? Zeig mal. Ja, da kommen wir durch. Oh, da kommen wir nicht durch. Moment. Ach, jetzt weiß ich wieder, wie wir da durchkommen, glaube ich. Nicht rennen. Schön langsam. Schön langsam. Du gehst mal hier hin. Und dann sagen wir hier mit einem Steinwurf in diese Richtung. Okay, gut. Das würde sogar gehen. Perfekt. Weil ich muss nämlich Mugen nach da drüben schleichen lassen. Einfach mal hier mit der Eingabentaste. Das hat schon gereicht. Nur dieser Zivilist darf uns dabei jetzt nicht beobachten, aber weißt du, was wir jetzt tun? Wir sagen, leg dir doch mal dahin den Schnaps, genau. Ja, sehr schlau, sehr schlau, sehr schlau. Kann ich den da rüberwerfen?
Einfach mal schnell über diese, über diese Zeltplane geworfen. Das schaut immer so in Anführungszeichen lustig aus. Aber es funktioniert ja durch und durch. Also ich habe da nichts Negatives drüber zu sagen. Der sieht das nicht mal. Was ist denn das hier für ein Verein? Der da ist im Weg. Warte mal, dazu muss ich aber wieder... Dafür muss ich aber wieder erstmal meinen Mugen zurückkriegen. Das war jetzt falsch. Ich wollte es nämlich so machen. Und dann muss sie erstmal hier rüber. Noch ein Stück. Oh, wir haben wieder Musik im Hintergrund, merke ich gerade. Kann das sein? Stopp, 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 stopp. Ich sag stopp und sie läuft und läuft und läuft. Und dann, oh, ich wurde entdeckt. Wie kann das denn passieren? Ach nee, Moment, noch besser. Wir können hier rum. Hier hin, aber hier trotzdem mit der Pfeife erreichen wir an dieser Stelle niemanden. Langsam, langsam, langsam. Niemand rennt hier weg. Obwohl, Moment. Nein, das war auch wieder falsch. Zwei, die Taste 2 und dann hier mit ihm. Das wird aber nicht funktionieren. Das sieht uns da auf jeden Fall. Nee, das funktioniert so nicht. Ah, ich weiß wieder, wie wir es tun müssen am schlausten. Sammel das mal auf. Jo, was läuft denn da auf einmal so los? Entspannen Sie sich. Rennen Sie nicht weg. Ihr Schicksal wird Sie so oder so einholen. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Der läuft los. Aber Moment, wenn der losläuft, dann muss ich das gar nicht machen, oder? Warte mal. We shall not fail. I will be there at once. To glory. Ah, okay, nee, der ist da. Der ist, das ist mir zu heikel mit dem. Ach nee, Moment, warte mal, ich kann den einfach hier so wegnehmen, oder? Nee, kann ich natürlich wieder nicht. Nee, das funktioniert auch nicht, wie ich mir das gedacht habe. Wir überlegen weiter. Irgendwie muss ich doch hier, weil mein ursprünglicher Gedanke war, ich lenke mit einem Stein die zwei Leute hier ab, würde mit Mugen reinstimmen und die zwei umlegen. Das sieht er nicht, aber er schon. Das heißt, erstmal müssen wir ihn irgendwie wegkriegen. Ach, warte mal. Face death. Natürlich ist das Mädel wieder im Weg, was alles ausbremst. Würdest du bitte mal dich irgendwo hinstellen, wo du... Danke. Und jetzt nochmal, wir schleichen hier los. I will be there at once. I will not be distracted. Mugen bleibt doch stehen. Da mache ich schon vorher fast die Maustaste kaputt, damit er endlich stehen bleibt. Das da könnten wir mal austesten, oder? Theoretisch. Ich möchte jetzt nämlich nochmal warten, bis er herläuft. Und dann könnte man doch sagen, hoppla, ich habe aus Versehen das Ding da umgeschmissen. Obwohl, der sieht mich da hundertprozentig. Wir machen das Ganze nochmal. Ein weiterer Stein an dieser Position. Und sobald der dann da ist, schmeißen wir den da um. Es könnte theoretisch reichen, damit der rein zufällig von diesem, ja, Fassregal erschlagen wird. Ich hab da was gehört. Ach so, er hat da was gehört. Ja, wenn er sich da eine Weile drum kümmern muss. Komm ich da? Warte. Das, da passiert wahrscheinlich nichts, ne? Ja, drehe ich mich mal um, ne? Wenn es weiter nichts ist, ist ja kein Problem. Aber das funktioniert. Dann sind wir zum Ende doch mal etwas unordentlich und lassen die ganzen Leute da liegen, aber das ist ja kein Problem. In so einer Schlacht dürfte es ja eigentlich nicht auffallen, wenn wir hier und da was liegen lassen. Ihr zwei verschwindet ebenfalls und wir können mit unserem Trupp da durchmarschieren. Wahlweise durchschleichen, wir wollen sie nicht riskieren. Lieber schleichen. Hier ist auch niemand. Nö. Hier sind Fässer. Stimmt, die waren für dieses eine Abzeichen, aber stellen wir das jetzt... Nee, das stellen wir nicht nach. Das machen wir dieses Mal ein bisschen anders. Wir gehen dafür erstmal hier in diese Richtung. Langsam, langsam, langsam. Wir wollen nicht entdeckt werden. Hier mal aufmachen das Ding. Können wir hier entdeckt werden, wenn wir sagen, wir laufen hier gleich durch und holen uns diesen Samurai. Bleibt der die ganze Zeit so stehen, frage ich mich. Falls er das tut... Die da läuft da rein. Okay, weil der muss weg. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, dass der sich hier nochmal mit einmischen möchte. Moment. Wer ist er denn? Was ist da? Was ist das denn auf einmal für ein Trupp? Die sind rot und grün gekleidet. Haben wir einen Alarm trotz alledem ausgelöst? Moment, wir schauen mal. Nee, das schaut nach Alarmtruppen aus. Haben wir irgendwo einen Alarm ausgelöst? Haben die wahrscheinlich... Oder die haben hier trotzdem diese Leichen gefunden oder was? Also die, von denen man auf einmal sagen konnte, dass sie auf jeden Fall... Ein weiterer Offizier. Wo man auf jeden Fall sagen konnte, huch... die sind ja gar nicht durch irgendwas anderes gestorben, sondern man konnte sofort darauf zurückschließen, dass die ermordet wurden und nicht... Also von uns ermordet wurden und nicht von der...
wie soll ich sagen, von Artilleriebeschuss oder sonst irgendwas. Sie konnten das wieder fehlerfrei auf uns zurückführen, haben automatisch einen Alarm ausgelöst. Wie machen die das jedes Mal? Egal. Ich habe mich jetzt genug beschwert, schlecht gespielt. Wir gehen jetzt erstmal hier in das Gebüsch. Assassins! Der Stench lingers in the air. They have destroyed our supplies and now they come for me. Everyone, take position. Takuma-san, you have the high ground. On my way. Hayato-san, Yuki-chan, going in. Hi. Take up formation. Hold out until Kage-sama comes with reinforcements. Show these worms the wrath of true samurai. Let us end this rebellion once and for all. Da ist jetzt aber auf einmal ziemlich viel. Ich hätte vielleicht... Nein, wir bleiben dabei. Ach. Takuma hat sogar extra die Leiter umgeschmissen. Wieso hat er das denn gemacht? Komischer Typ auf jeden Fall. Alles... Jetzt auch nicht, dass die Wachen hier... Bitte lass die Wachen gehen und nie mehr wiederkommen. Also, wir sind noch hier auf diesem kleinen Bereich verteilt. Ich speichere trotzdem einfach mal. Oder auf diesen kleinen Bereich begrenzt, wie auch immer. Den muss ich... was muss ich überhaupt tun? Moment, wo sind meine Ziele hier? Unten. Töte General Okoto. Töte General Okoto, um der Rebellion ein Ende zu setzen. Ich verstehe, das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich bloß hier das Menü zumachen. Wir können ihn wahrscheinlich nicht erschießen. Ja. Hier kommen wir aber nicht raus. Wir müssten... Wir hätten doch vielleicht so ein Fässchen nehmen sollen. Aber wir können ja die Fässer noch irgendwie einsetzen. Warte. Der da schaut sich um, aber nicht so, wie ich mir das... Oder nicht so, wie er sich umschauen sollte, um alles zu entdecken. Das heißt, wir gehen hier mal rein. Ganz unauffällig, verstecken uns dort. Das Ding ist jetzt natürlich, dadurch, dass er da hinten steht, können wir soweit keine Bomben werfen, oder? Moment. Es war die Bombe. Nee, da passiert nichts. Wir schmeißen euch schon, wir legen die Bombe mal wieder weg. Moment, der läuft hier doch entlang, das heißt, schau mal da, da liegt was. Und weg mit dem, das sieht ja hier hinten niemand. Vielleicht hat es irgendjemand gehört, aber niemand hat es gesehen, das ist die Hauptsache. Denn wo kein Kläger, da kein Richter einmal mehr, wobei ich glaube, das ist in dieser Mission, weil wir sind in dieser Position schon komplett egal, ob da irgendwo Kläger und Richter sind. Ja, wir haben sehr viel Haste hier an der Stelle. Damit sind schon mal die Dings freigeräumt. Die Pulverfässer. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich die am schlauesten einsetze. Die ändern nicht ihren Blickwinkel, sehe ich das richtig? Das ist nicht sehr schlau von euch, Jungs. Nicht sehr schlau. Nein. Ja, das habe ich verstanden, aber da wird nicht viel passieren. Wir müssen hier erstmal weitergehen. Ah, wie hole ich denn am schlausten? Die zwei sehen das ja nicht, ne? Der da läuft da hinten spazieren, der da würde das sehen. Warte mal. Können wir mit den beiden hier noch irgendwas tun? Ach, ich glaube, die Patrouille, die bleibt auch jetzt hier unten, ne? Die kommt nicht mehr hier hoch. Obwohl, doch, da kommt er gerade schon wieder angelaufen. Ich nehme alles zurück. Versteck dich mal wieder hier drin. Oder kommt die? Da kommt doch gleich jemand hundertprozentig reingelaufen. Ich sehe es auf der Karte. Genau, wunderbar. Ach, das ist auch ein Wachposten-Samurai, so wie ich das sehe. Ich will bloß die leicht grüne Farbe, die alle jeweils haben. Aber ich glaube, das ist bloß gemeint auf die... Also die grüne Farbe quasi zu der Fraktion, zu der gehört. Und rot sind die alarmierten Truppen. Um das hier nochmal festzuhalten, festzustellen, wie auch immer. Nein, nicht du. Ich möchte mit dem Mädel was machen. Genau, der geht zurück und wir schleichen uns darüber. Ach nee, Moment, der... Oh, jetzt kann der das ja wieder sehen. Warte mal. Ah, aber warte mal, wir müssen ja jetzt keine Munition mehr sparen. Wir haben ja 6 Kugeln zur Verfügung. Das heißt, wenn der da hinten jetzt einfach mal umfällt, warte, ohne dass der das sieht. Ohne dass der das sieht, ja. Das heißt, sobald der hier wieder zurückläuft, muss der im Idealfall dort umfallen, wo kein Sichtkegel hingeht. Gut, die Füße liegen in seinem Sichtfeld, aber so pingelig wollen wir jetzt mal nicht sein. Weiter geht's. Wie kommen wir da ein Stückchen weiter ran? Kann ich hier denn nirgendwo, Moment, mal hier schauen? Doch, die Taste H, nee, da kommen wir auch nicht hoch und nichts. Was ist, würde ich da hinten rumgehen? Keine Chance. Okay. Hier laufen vor allem die Leute weiter im Kreis. Ah, ich weiß aber, was ich mache, weil der da hinten ist ja weg. Das heißt,
Wir laufen mit ihm mal hin, machen das da hinten auf. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Und dann muss ich hier mal schauen. Wir haben das hier noch nicht gelootet. 8 Kugeln, wunderbar. Das heißt, wir müssen... Na, hier bitte aufmachen. Ich danke. Und sobald der da umdreht... Genau. Und die da hinten sind... Ah, nee, da hinten kommen gerade angelaufen, ne? Ah, schade. Das wäre jetzt perfekt gewesen, um den wegzumachen. Nein, 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 nein. Lauf bitte einfach bloß da hinten hin. Mehr will ich von dir gar nicht. Genau, die gehen wieder weg. Und schön entspannt hier mal hin und her laufen, ne? Macht ja alles nichts, kein Thema. Ja, das interessiert ja auch keinen, bis auf den. Jetzt können wir nämlich hier einfach so ein Dings da reinlegen. Aber dann muss ich mit dem Mädchen irgendwie versuchen, da wegzukommen. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Moment. Hier hinlegen. Hinter dem Gebüsch sieht uns nämlich nicht, wenn wir uns da durch die Gegend schleichen. Jetzt dürfen bloß die anderen nicht kommen. Aber ich glaube, die laufen gerade unten ihre lange Runde. Ja, wir laufen. Wieso hat der das jetzt gesehen, frage ich mich. Nein, das ist ja... Oh, Mann, 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 da war ich schon wieder zu gierig. Jetzt muss ich mich kurz um mich selber ärgern, aber wir nehmen hier mal wieder Position ein und auf. Wie konnte der das denn sehen? Alles klar. Das erklärt das schon mal. Das erklärt das schon mal. Los, lauf, lauf, lauf. Hier ums Eck herum. Und hier rein. Aber dann muss ich eigentlich... Pass auf, dann weiß ich, wie ich das hier mache. Dann weiß ich schon, wie ich den da bekomme. Der versteckt das hier. Sie geht hierher, legt dort mal ihre Falle. Und dann locken wir ihn einfach mal hier herum. Niemand, niemand, niemand. Noch ein Stück und noch ein Stück. Da muss ich mich kurz mal selber dafür loben, dass das so funktioniert hat. Wobei ich das jetzt nicht hätte machen sollen. Ich speichere lieber zu sie gleich 5-mal ab. Eieiei. Das haben wir hiermit auch erledigt. Jetzt muss ich hier drüben noch irgendwie Fässer hinkarren. Absetzen. Und dann müssen wir hier irgendwie mit diesen Fässern arbeiten. Was ist mit dem da? Ach, der kann auch alles sehen, oder wie? Okay, ne, er kann, soweit kann er nicht drüber gucken. Das heißt, wichtig ist dieser... Nein, nicht dieser, dieser Sichtkegel. Ah, jetzt weiß ich wieder, wofür die Dinger da waren. Pass auf. Wir schmeißen das nämlich hier hoch. Dann können wir jetzt nämlich hier rumschleichen. Gehen hier hoch. Nein, wir schlagen nicht mit der Klinge auf das Pulverfass, das macht sehr wenig Sinn. Schmeißen das Fass dann hier runter, ohne dass wir entdeckt werden, gehen dann wieder hier in diese Position, schnappen uns das Fässchen und laufen weiter. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie war das denn? Setz mal das Fass ab, wir speichern und sagen, Takuma, du musst dann da drauf schießen. Das hat er soweit, glaube ich, verstanden. Wir heben das auf und gehen spazieren. Der kann soweit sehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinlaufe, sieht das ja eigentlich keiner. Das heißt... Ah, ich muss noch näher ran. Kann ich das nicht einfach hier so reinwerfen? Wäre das nicht möglich? Moment, wie weit kann ich da ran? Ach doch, ziemlich weit, oder? Zeig mal. Ja, bis hierhin. Ja, wunderbar. Das freut mich sehr, dass das funktioniert. Jetzt steht das so in dem Winkel, dass er nicht drankommt, oder was? Der Kerl ist schon ein Schusstalent. Och, ich schmeiß den einfach mal so ein Fass vor die Füße. Interessiert ja kein... Ernsthaft jetzt? Da kann keiner... Okay, gut. Kann ich denn nochmal laden, bitte? Genau, jetzt muss ich das hier denen nochmal erklären. Nein, nicht ihm, sondern ihm. Ein... Genau, jetzt hätte ich mich aber fast wieder verklickt. Das wäre jetzt fast wieder ein Desaster gewesen. Jetzt gehen wir hier mit dem da mal rum. Noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Und sagen, schmeiß das mal bitte hier hin. Hier müsste es doch eigentlich gehen, oder? Ja, genau, der Wind will dich... gut, dann hat sich dieses Quicktime-Ding auch wieder erledigt. Wir laufen hier erstmal hin. Oh, jetzt könnte es gehen. Welcher Alarm? Ich habe keine Ahnung, was er meint. Da ist bloß jemand umgefallen. Ihr könnt hier keine Wachen zur Verstärkung holen. Nein, nein. Pass mal, wenn die eh schon unter Alarm stehen. 1, 2. Ja, jetzt steht der General da im Weg. Ich hoffe nochmal, der fängt die Kugel jetzt nicht ab. 3. Wunderbar. 3 Kugeln. Und jetzt können wir nämlich mit ihm da reingehen.
Wobei, pass mal auf. I'll make noise. Close one. Jetzt kommt die da wieder. Bitte sag nicht, dass sie das sehen. Sag nicht, dass sie das sehen. Oh, gut. Gut, gut, gut. Nein, die Mission neigt sich dem Ende. Und das war's.